Erster Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist Peter Wittmann, Verfassungssprecher der SPÖ. Zur Umsetzung der Schritte der Enquete Direkte Demokratie ist es gelungen, einen einstimmigen Entschließungsantrag zu verabschieden. Es geht um zwei Projekte, die wir vorhaben. Das eine ist das erweiterte Begutachtungsverfahren. Das erweiterte Begutachtungsverfahren soll darin bestehen, dass es zum Regierungsentwurf eine sehr allgemein gehaltene Erklärung gibt, die dann auf der Homepage des Parlaments dargestellt wird, und dann kann jeder auch nicht Betroffene vom Begutachtungsverfahren Betroffene, wenn er glaubt, dazu eine Meinung zu haben oder Stellungnahme nehmen zu wollen, Stellung nehmen. Diese Stellungnahme kann auch von anderen unterstützt werden, und dann muss der zuständige Minister, der bei dieser erweiterten Begutachtung, dessen Gesetzesvorhaben Teil dieser erweiterten Begutachtung war, dann Bezug nehmen, auf welche Teile er aus dieser Begutachtung er in das Vorhaben eingebaut hat oder auch nicht. Mit der Umsetzung ist der Bundesminister für Kunst, Kultur, Verfassung und Medien betraut. Der zweite Teil betrifft das Crowdsourcing. Crowdsourcing gibt es in Beispiele in Kroatien und in Finnland. Wir haben uns eher auf das finnische Modell geeinigt. Da geht es darum, dass man ein sehr allgemein gehaltenes Thema, wie zum Beispiel die Erhöhung der Verkehrssicherheit, auf die Webseite stellt und dann mit den Bürgern Fachleuten ein Gesetzesvorhaben entwickelt. Und das bedeutet, dass man sich als Bürger in den Vorprozess eines Gesetzesvorhabens einbringen kann und dann letztendlich aus diesen Stellungnahmen und Maßnahmen, die dort eingebracht werden, ein Gesetzesvorhaben entwickelt. Das bedeutet, dass sich die Bürger selbst mit dem Vorhaben mehr identifizieren können und letztendlich im Vorprozess eines Gesetzes schon abgeholt werden, sich zu interessieren, einzubringen und ihre Meinung einzubringen. Ich glaube, das ist der richtige Schritt, in den wir dieses Parlament weiterentwickeln können. Und man sieht, trotz aller turbulenten Zeiten ist es auch noch möglich, einstimmige Beschlüsse zu fassen. So Peter Wittmann, Verfassungssprecher von der SPÖ.